blickst du? Auf uns. Auf uns. Astrid und Paul sind seit wenigen Monaten ein Paar und freuen sich auf ihren ersten gemeinsamen Kurzurlaub in Budapest. Dort trifft Astrid zufällig ihren Jugendfreund Julius wieder, den sie nicht mehr gesehen hat, seit er kurz vor der Wende aus der DDR geflohen ist. In Astrid kommen die Erinnerungen an jene Zeit wieder hoch und sie fragt sich, ob sie damals nicht hätte zusammen mit Julius fliehen sollen. Was ist los? Ich kenne den. Warum hast du mir das nicht erzählt? Ist ja so lange her. Wo soll man da anfangen mit Ende 40? Die männliche Hauptrolle in Was gewesen wäre, spielt Ronald Zerfeld. In Berlin haben wir ihn zum Interview getroffen. Hallo Ronald, was würdest du sagen, wo steht deine Figur Paul gerade so im Leben? Also was ist so, was treibt ihn gerade an, was ist so seine Befindlichkeit? Die Befindlichkeit, was ihn so antreibt, also zum einen, dass er keine 20 mehr ist, beide nicht, dass beide schon auf Erfahrung, auf Beziehung, auf bestimmte Partnerkonstellationen oder Ehen zurückblicken können, dass sie schon Fehler gemacht haben, dass sie wissen, was sie wollen, was sie nicht mehr wollen und dass sie jetzt auf sich alleine blickend es in der Hand haben, wie sehr öffne ich mich der neuen Liebe oder auch nicht. Wo fangen meine Ängste an, wo fangen meine Wünsche an, wo hört meine Kompromissbereitschaft auf, wie schaffe ich eine bestmögliche Voraussetzung meiner neuen Partnerin, meinem neuen Partner zu zeigen, wer ich bin, was ich will, was ich nicht will. Und darum handelt, glaube ich, dieser Film in all seiner Vielschichtigkeit, was mich immer als Schauspieler sehr interessiert, Figuren zu folgen, Biografien zu sehen, die nicht einfach eins zu eins zu sehen sind. Ja. Genau, und würdest du auch sagen, dass es jetzt hier bei Paul für dich irgendeine besondere schauspielerische Herausforderung gab? Eine Herausforderung gibt es immer, aber die würde ich nicht nur allein auf die Figur des Pauls beschränken, sondern eine Herausforderung ist bei jedem Projekt, weil vor jedem Projekt drücke ich die Reset-Taste und ich kann auch nicht in die Zukunft schauen und interessiert bin ich immer an einem bestmöglichen Zusammenspiel mit allen beteiligten Gewerken und allen Departments und mit der Regie, mit den Kollegen zusammen und mich dann freue auf diesen Arbeitsprozess, um dann in Fallhöhen auszuloten, Spielhöhen, Beträge irgendwie zu erarbeiten, was in der jeweiligen Handlung passiert oder in der jeweiligen Szene. Und hier ist das Buch oder der Roman oder das Buch natürlich voll davon, von diesen zwischenmenschlichen Ebenen, von diesen Blicken, die eben nonverbal gespielt werden oder man eben teilhaben kann, wann entscheidet er sich dagegen oder dafür. Und das zu visualisieren, das vom Drehbuch in einen Film umzusetzen, das macht großen Spaß und da immer wieder dabei sein zu können. Und das war auch hier einfach ausschlaggebend, dem dann Leben einzuhauen. Und was würdest du sagen, ist auch vielleicht so das Besondere an der Erzählweise des Films? Dass er zum einen zwei Biografien beleuchtet, wo die eine Person in den alten Bundesländern aufgewachsen ist, die andere in den neuen Bundesländern, die sich dann im Zuge der Wende überhaupt begegnen durften und konnten. Und dass sie beide eine neue Partnerschaft, eine neue Liebe in dem anderen gefunden haben. Aber natürlich beeinflusst werden von den tagtäglichen Entscheidungen, die ein jeder treffen muss. Und dass diese Charaktereigenschaft oder der Charakter von Astrid und der Charakter von Paul, die sind ja eigenständig. Und zu sehen zum Beispiel, wie verhandeln sie Beträge, also wenn es um die große Liebe geht. Und ist man bereit oder ist man im Begriff, zuzumachen aus Angst oder weil man Angst hat, denselben Fehler zu machen wie schon einmal meine Figur Paul. Er hatte einige Beziehungen vorher und spricht dann in einer tollen Szene mit Astrid darüber, als sie ihn fragt, warum hat es bei dir so nicht so richtig geklappt mit den Beziehungen, wo er sagt, ich habe oftmals viel zu früh hingeschmissen und könnte aber jetzt gar nicht so richtig sagen, warum. Oder oftmals hat der Baum schon nach 2 Wochen gebrannt, wie er so schön sagt. Und das zu sehen, wie ergreifend das eigentlich ist, wenn so ein Mann aufmacht, wo man Mann immer sagt, der Mann ist da mal, wie der über Gefühle redet oder welchen Grad an Offenheit er an den Tag legt, das signalisiert ja auch gleichzeitig die Sensibilität oder die Wichtigkeit der anderen Person. Weil Paul wurde nicht gezwungen und Astrid wurde nicht gezwungen. Und genauso fühlt sich Paul verletzt, dass er irgendwie, als er feststellen muss, dass das Wochenende irgendwie anders abläuft, als er sich das vielleicht erhofft hat, ohne jetzt von Erwartungshaltung zu sprechen, aber es ist eine frische Liebe und er macht hier eine Überraschung und es gibt ein Wochenende in Budapest und plötzlich spürt er an Astrid Verhaltensweisen, die er noch nicht einordnen kann und man hat als Zuschauer daran teil,
wie er mit sich hadert, sie zu fragen, es in den Raum zu stellen oder wie es ihm einfach emotional vielleicht doch zu viel wird und er sich verletzt fühlt, er einfach hinschmeißen will wieder und gleichzeitig er aber auch in Gedanken damit hadert, ist es jetzt richtig zu gehen, bin ich jetzt tief genug verletzt, um jetzt das blöde Beispiel jetzt mal zu bringen, reicht es jetzt wirklich oder schmeiße ich jetzt wieder zu früh hin wie in all den anderen Beziehungen und damit zu spielen, das ist glaube ich dieser Reiz. Genau, jetzt auch mal vielleicht, um den Bogen zum Titel des Films zu spannen, also so diese Frage, was wäre gewesen oder was wäre, wenn ich das und das gemacht hätte? Das ist ja eine Frage, die sich, glaube ich, viele mal im Leben stellen. Jetzt nicht unbedingt vielleicht auf so eine Situation wie im Film, aber es gibt ja viele Sachen, wo man sich, ne, einfach selber fragt, okay, warum habe ich mich damals eigentlich so entschieden und wie würde mein Leben jetzt aussehen? Was glaubst du, warum das auch viele Menschen machen? Weil das ist ja schon so, man kann es ja eh nicht ändern, die Vergangenheit, aber trotzdem beschäftigt einen das ja. Was glaubst du, warum? Das ist doch schön, weil das zeigt ja, dass wir leben, dass wir irgendwie Menschen sind. Und das zeigt doch gleichzeitig die Schwäche des Menschen. Weil jeder Mensch hat jeden Tag eine Entscheidung zu treffen. Viele, viele kleine Entscheidungen, große Entscheidungen. Aber die trifft jeder nur für sich allein. Also nur, ohne dass jetzt nur ein falsches Licht gerückt wird. Und hier war es zum Beispiel dann so, dass der Mensch ja gerne immer wissen möchte, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, ist es richtig oder falsch. Aber kein Mensch vermag in die Zukunft zu schauen, sondern wir wissen ja immer nur reflektierend, zurückblickend, Mensch, die Entscheidung war gut, die ich damals getroffen habe. Oder Mensch, das war doof, dass ich damals so und so. Aber viel schlimmer wäre es ja, oder passiert sehr oft, wie schnell Missverständnisse entstehen. Wie schnell man für den anderen mitdenkt. Also wenn ich sage, ich würde dich so gern fragen, was hältst denn du davon? Na, ich frage ihn lieber nicht, weil er denkt bestimmt, Mist. Und man macht es dann nicht, man gibt der Realität nicht die Chance. Und 2 Jahre später trifft man sich wieder und erfährt das. Und die gegenüberliegende Seite sagt, Mensch, warum hast du nicht gefragt? Na, ich dachte, wenn ich dich frage, dann so und dann so. Oh nee, so wie man dann eben merkt an solchen Beispielen, wie schnell man sich auch verrennt und wie schnell man sich auch blockiert mit seiner Angst. Und wie kann man das vermeiden? Dass man manchmal als naiver Jungspund, deshalb finde ich diese Rückblicke, was gewesen wäre, immer so toll, zu merken in einem Alter, wo kein Berg zu hoch, kein Fluss zu breit ist, man einfach das Leben genießt und gar nicht so nachvollziehen kann, warum hat ein Astrid mich jetzt im Stich gelassen, warum geht sie dieser Liebe nicht nach? Und plötzlich reflektierend, 20, 30 Jahre später, man vielleicht es nachvollziehen kann oder zum ersten Mal eine Antwort bekommen, warum sie damals nicht gegangen ist oder warum sie gegangen ist oder warum er gehen musste oder warum er sie so und so behandelt hat, weil man damals noch nicht in der Lage war, auf diese direkte Art und Weise zu kommunizieren, weil man Angst davor hatte, mit dieser Offenheit, mit dieser verletzbaren Direktheit so zu agieren und zu handeln. Und daran teilhaben zu können, zwischen diesen 2 Zeitsprüngen, ja, das macht für mich eigentlich einen Film aus oder Biografien. Es gibt nichts Langweiligeres, als nach 10 Sekunden zu wissen, das soll der Bösewicht sein, das soll jetzt der Held sein. Sondern für mich ist es toll, wenn sich dann das Gegenteil herausstellt. Wenn der Bösewicht eigentlich eine ganz kluge, clevere, gescheite Trickser-Type ist und der Held vielleicht am Anfang erstmal unsympathisch ist und ich dann aber erfahre, oder mich dabei erwische, dass ich immer mehr Fragen zu den Protagonisten habe. Und dann stellt sich bei mir keine Langeweile ein. Weil für mich trifft das auch auf das Leben zu. Das Leben ist für mich umso spannender, umso reicher es an Facetten, an Geschmäckern, an Farben ist. Und dass es davon gar nicht genug bekommen kann. Und wenn man da natürlich so eine Vorlage hier hat und ist dann auch mal gespeist durch so eine Ostbiografie und sie haut dann eben die Wahrheit auf den Tisch, dem Paul, und sagt, ich kenne den, im Hotel war. Oder ich weiß nicht, wie ich es dir sagen sollte, aber es ist Bestandteil in meinem Leben. Und wenn du was wissen willst über mich, dann musst du das auch wissen. Und ob man das dann auch annehmen kann. Und wann ist man bereit zu sagen, nee, wenn wir eine Zukunft haben wollen, dann muss er es jetzt erfahren, egal ob es wehtut oder nicht. Oder wenn ich jetzt wirklich sie liebe oder Interesse an ihr habe, muss ich jetzt über meine normalen Schutzmechanismen einfach mal hinwegspringen, darf jetzt nicht wieder die Flinte ins Korn schmeißen, den Kopf in den Sand stecken und alles hinwerfen, sondern muss vielleicht nur zuhören und mich dieser Angst stellen, ohne dafür eine Erfolgsgarantie zu haben oder eine Sicherheit, weil selbst als sie aus dem Flughafen wieder zurück, auf dem Weg zurück sind, gibt es ja für die beiden keine Garantie. Aber was dieser Gewinn war, dieser Öffnung oder dieses Klarstellens, ist doch ein Gewinn auf einer ganz anderen zwischenmenschlichen Ebene. Dass sie aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung jetzt bereit sind, offener, direkter sich wirklich anzuschauen, sich zuzuhören und sich dem anderen mitzuteilen. Und davon kann, glaube ich,
keiner jemals genug haben. Im Gegenteil, in der heutigen Zeit hört man sich zu wenig zu, lässt sich zu wenig ausreden. Und wenn man da ab und zu mal ermahnt wird durch so ein Schauen eines Filmes oder durch diese zwei Figuren, dann wäre es schon schön. Genau, wenn ich die Frage stellen darf, also wann hattest du vielleicht auch mal so das Gefühl, dass du dich irgendwie gefragt hast, okay, was wäre gewesen, wenn ich mich damals vielleicht für das und das entschieden hätte oder das und das? Die Frage, die habe ich so oft schon gehabt in meinem Leben, aber ich kann ja dann die Uhr nicht mehr zurückdrehen, sondern ich kann nur aus diesen Fehlern dann lernen. Bei meiner ersten Liebe zum Beispiel, die nach wie vor, wir fühlen uns da groß verbunden, da gab es halt Umstände. Und damals hätte ich mich noch nicht dazu äußern können oder es in Worte fassen können, sondern man hat es nur gefühlt und ich war einfach unsicher. Und das Schöne ist ja auch, dass wir niemals einen Zustand erreichen werden, wo wir uns im Klaren sind, wer wir sind und wir machen ab da alles richtig. Sondern das Leben macht es ja erst spannend durch Fehler und durch den Umgang mit Fehlern, was wir daraus lernen, um irgendwie in Zukunft bei einer ähnlichen Situation besser reagieren zu können. Und klar, und ich bin auch nicht gefeit davor, dass ich wieder Fehler machen werde, weil das ist das Leben. So, und alles andere wäre eine Lüge. Bist du eifersüchtig, Paul Schneider? Was hat das alles mit mir zu tun? Hab ich was mit dir zu tun? Dann hat das was mit dir zu tun.